Liebe Brüder und Schwestern, wir sind getauft. Wir gehören zu Christus. Jesus hat uns eingefügt in seinen Leib. Er hat sich mit uns verbunden, schon in der Taufe. Er schenkt uns Anteil an der Erlösung. Ja, schon in der Taufe hat er diese Erbschuld getilgt, hat er uns die heiligmachende Gnade geschenkt. Seinen Geist, seine Kraft, seine Hilfe, seine Nähe. In der Taufe sind wir Wohnung Gottes geworden. Wir haben schon dieses neue Leben Gottes empfangen. Und auch wir dürfen seine Zeugen sein. Auch wir sind gesandt vom Herrn, ähnlich wie die 72 Jünger heute im Evangelium. Jesus ist es, der in uns wirkt. Sein Geist ist es, der uns mit seiner Kraft erfüllt, der uns befähigt, Zeugen der frohen Botschaft des Evangeliums zu sein. Auch wir können diesen Frieden Gottes zu den Menschen tragen. Jesus selber ist unser Friede, weil er uns die Vergebung der Sünden schenkt, weil er uns mit dem Vater versöhnt hat. Ja, auch wir sollen diesen Frieden zu den Menschen bringen. Jesus selber ist der Friedensfürst, der Friedenskönig. Und auch wir tragen, ähnlich wie der Apostel Paulus, dieses Zeichen des Kreuzes in uns. Unsichtbar diese Wunden des Herrn, diese Zeichen des neuen Lebens, der Erlösung. Denn Jesus hat für uns, für alle gelitten, ist für alle am Kreuz gestorben, hat Hölle und Tod überwunden und ist glorreich von den Toten auferstanden. Er ist auch jetzt mitten unter uns, weil wir in seinem Namen versammelt sind. Er ist verborgen unter uns im allerheiligsten Sakrament, im Geheimnis der Eucharistie, das wir empfangen dürfen. Der Herr sendet uns, wie er heute sagt, manchmal wie Schafe unter die Wölfe. Viele Wölfe sind unterwegs in dieser Welt. Wölfe, die nur an sich selbst denken, die oft nur eines im Sinn haben, den eigenen Vorteil, vielleicht sogar andere zu vernichten, zu töten, die nicht die gleiche Gesinnung, die gleiche Denkungsart haben wie sie. Aber der Herr tröstet uns, und das ist unser Trost, dass Jesus immer der Stärkere ist. Er schenkt uns diese Kraft, alles Böse zu überwinden. Wie heute die 72 Jünger bezeugen, ja sogar die bösen Geister, die Dämonen gehorchen uns. Ja, die Dämonen, die bösen Geister sind es, die die Menschen verführen. Es gibt diesen Teufel, es gibt die Hölle, es gibt diese Bosheit, es gibt diese bösen Geister wirklich, und sie verführen die Menschen zur Gewalt, zum Hass, zur Rücksichtslosigkeit. Das erfahren wir auch jetzt in diesen Tagen auf erschreckende Weise. Es ist rein menschlich unerklärlich, wie können Menschen andere unschuldige Menschen einfach töten, die ihnen nichts getan haben, die sie nicht einmal kennen. Da steckt die Macht der Hölle dahinter. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, denn Jesus hat Hölle und Tod überwunden. Er hat den Teufel und die bösen Geister besiegt. Er schenkt auch uns diese Kraft, über alles Böse zu siegen, zu triumphieren. Gott ist immer stärker als das Böse. Die Liebe triumphiert über den Hass.
Gott ist der Sieger, Jesus ist der Herr. Und wenn er befiehlt, müssen die bösen Geister, die Dämonen, alles Böse weichen. Wir dürfen und sollen uns ihm anvertrauen, wir sollen auf ihn hören, auf sein Wort. Uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, von diesem Geist der Liebe, von diesem Geist der Freude, von dem heute auch in der ersten Lesung die Rede ist. Die Kirche ist sozusagen dieses neue Volk Gottes, diese neue Stadt. Und wir gehören dieser Stadt an. Wir sind sozusagen ein lebendiger Stein in diesem Bauwerk der Kirche. Wir sind ein Teil dieser neuen Stadt, dieses neuen Jerusalem, das Gott selbst schenkt, erbaut durch seinen Sohn Jesus, durch das Werk der Erlösung, durch seine Getauften. Ja, dieses Wort, dieses Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Es ist in uns. Wenn wir Jesus Herr, Herrscher sein lassen, wenn wir ihm seiner Macht und Herrschaft vertrauen, dann muss die Finsternis weichen dem wahren Licht Gottes, der Wahrheit, der Liebe, diesem Licht des Friedens, das von Gott kommt, das Jesus selber ist. Ja, dieses Reich Gottes ist, es ist schon in uns, es hat schon unter uns begonnen und es weitet sich aus, es breitet sich aus, auch durch uns. Wir sollen und dürfen Zeugen dieses Reiches Gottes sein, Zeugen der Erlösung. Lassen wir uns erfüllen von der Kraft des Herrn, von seinem Geist. Dann können auch wir Zeugen des Friedens sein, Zeugen des Erbarmens Gottes, Zeugen der Herrlichkeit und der Macht des Vaters in seinem Sohn Jesus. Der Herr, er ist mit uns. Er baut uns auf. Er schenkt uns Kraft und Heil. Er erfüllt uns mit seiner Freude. Und er beschenkt uns mit seinen Reichtümern. Wie es auch heute in dieser Lesung aus dem Buch Jesaja heißt. Er erfüllt seine Stadt, sein Volk, seine Kirche mit seinen Gaben. Und in ihm offenbart sich auch diese mütterliche Dimension Gottes. Gott sorgt für uns in zärtlicher Liebe. Er nimmt uns in seine Arme, wie eine Mutter ihr Kind in die Arme nimmt. So nahe möchte der Vater uns sein. Er möchte uns sozusagen an sein Herz drücken. Er möchte uns seine Liebe, seine ganze Zärtlichkeit, seine ganze Güte zeigen, offenbaren in seinem Sohn Jesus. Öffnen wir ihm unser Herz und hören wir hin auf ihn, der unser wahres Leben ist, der sich uns offenbart, unser Vater in seinem Sohn Jesus, durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft, mit der er uns immer wieder neu erfüllt und belebt. Amen.